Liebe Studierende, hier nun eine Diskussion zum Coriolis-Effekt. Dazu betrachten wir eine Bewegung auf der Erdoberfläche. Das hier deutet also die Erde an, von außen gesehen. Die Erde rotiert in diese Richtung und der Winkelgeschwindigkeitsvektor der Erde ist nach oben gerichtet und wir bezeichnen ihn mit Omega. Nun betrachten wir eine Bewegung, die startet bei unter irgendeinem Winkel Theta auf dieser Höhe hier. Und wir wählen in diesem Punkt ein mitrotierendes Bezugssystem. Dieses rotierende Bezugssystem hat Achsen Y', Z' und die X'-Achse geht in die Ebene nach unten hinein. Jetzt können wir zuerst mal überlegen, dieser Vektor Omega, der ist konstant, der ist einfach zeigt nach oben. Wir können ihn also genauso auch, könnten ihn genauso auch hier hinzeichnen. Das ist genau dasselbe Vektor Omega. Das mache ich nur, damit klar wird, welche Winkel hier auftreten. Oder wenn ich eben den Vektor Omega ausdrücken will durch die Koordinaten im gestrichenen System. Dieses gestrichene System ist das beschleunigte Bezugssystem, weil es rotiert ja mit der Erde. Und weil es ein rotierendes Bezugssystem ist, ist es ein beschleunigtes Bezugssystem. Jetzt zuerst sehen wir, dass Omega eine Winkelbildet zur Y'-Achse. Und der Winkel ist gerade Theta, derselbe Winkel. Diese Achse steht senkrecht auf dieser und diese steht senkrecht auf dieser. Das bedeutet, wir können den Vektor Omega, den Winkelgeschwindigkeitsvektor, hinschreiben in Komponenten des gestrichenen Systems. Jetzt, wir wählen hier x gleich 0 oder x' gleich 0, das heißt, er hat keine Komponente in x'-Richtung. Dann hat eine Komponente bezüglich der Achse y'. Das ist gerade sein Betrag, das ist die Winkelgeschwindigkeit, der wertige Winkelgeschwindigkeit der Erde mal Cosinus von Theta. Und die Z-Komponente ist dann einfach die Winkelgeschwindigkeit der Erde mal Sinus Theta. Das ist die Projektion auf die Z-Achse. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was passiert zum Beispiel mit einem Teilchen, das tangential nach Norden abgeschossen wird. Das wird also, das fliegt einfach mit einer Geschwindigkeit v zuerst nach Norden. Das wäre also ein Teilchen, das mit der Geschwindigkeit v tangential relativ zur Erdoberfläche dahin fliegt. Also schauen wir uns dann den Fall an. Beziehungsweise bezeichnen wir das v', weil wir werden nun die Geschwindigkeit untersuchen relativ zu diesem gestrichenen Koordinatensystem. Jetzt wissen wir, wenn wir die Beschleunigung berechnen wollen, relativ zu diesem Beschleunigungsbezugssystem, müssen wir berücksichtigen, dass es auch die Coriolis-Beschleunigung gibt, also diesen Coriolis da. Und der hat man gefunden in der Vorlesung, das ist minus 2 Omega Kreuz V', also die Geschwindigkeit relativ zum bewegten Bezugssystem. Und dann gilt bei einem Beschleunigungsbezugssystem, dass Masse mal Summe aller Beschleunigungsterme, das ist einfach die zweiten Ableitungen in den gestrichenen Ortskoordinaten. Und dann kommt weitere Beschleunigungsterme. Einer davon ist die Coriolis-Beschleunigung, beziehungsweise dort steht 2 Omega Kreuz V, das ist also minus der Coriolis-Term. Das ist die Summe aller Beschleunigungsterme. Und nach Newton, zweites Newtonsche Axiom, Masse mal Beschleunigungsterm ist gleich Summe aller externen Kräfte. Und jetzt vernachlässigen wir die Gravitationskraft. Das machen wir oder können wir machen, wenn wir eventuell Bewegungen betrachten, wo V sehr groß ist, wo effektiv die Beschleunigung aufgrund des Coriolis-Effektes viel größer ist als die Beschleunigung aufgrund der Gravitation. Wie gesagt, das ist jetzt eine Näherung, die wir machen, speziell weil ich den Effekt der Coriolis-Beschleunigung alleine betrachten will. Wenn wir also die Gravitationskraft vernachlässigen und sonst auf diesen Körper keine weitere Kraft wirkt, dann ist die Summe aller externen Kräfte null. Man könnte das vielleicht auch realisieren, indem wir hier einfach eine Bewegung betrachten auf einer Scheibe, die tangential an die Erdoberfläche liegt, wodurch also die Gewichtskraft durch die Normalkraft kompensiert werden könnte. Dann würden wir die Bewegung auf dieser Scheibe anschauen. Das ist also 0.
Und das bedeutet, dass wir eine Bewegungsgleichung kriegen. Das sind eben die zweiten Ableitungen in den gestrichenen Ortskoordinaten. Und das 0 ist, kann man das auf die andere Seite geben. Das ergibt dann ein minus 2 Omega Kreuz V'. Das ist also eine Differentialgleichung, die wir erhalten. Jetzt müssen wir einfach einsetzen für verschiedene Fälle vom V', kriegen wir dann eine Differentialgleichung in den gestrichenen Ortskoordinaten, können die lösen und somit sehen wir, wie sich das Teilchen bewegt in relativ zu diesem Bezugssystem. Schauen wir Fall A an. Tangential nach Norden. Und zwar bedeutet das, das heißt, wir betrachten eine Bewegung, wo der Geschwindigkeitsvektor folgende Form hat. Das heißt, V' hat keine x'-Komponente, der hat nur eine y'-Komponente, die bezeichnen wir einfach mit V, und der hat keine z-Komponente, er fliegt eben genau nach oben. Dann können wir uns ausrechnen, was Omega Kreuz V' ist. Omega Kreuz V' ist also 0 Omega E Cosinus Theta Omega E Sinus Theta Kreuz 0 V0. Und wenn man das ausrechnet, können wir uns überlegen, die x-Komponente, ich kriege mir das mal das, minus das mal das, hat also eine x-Komponente, und zwar minus Omega E V Sinus Theta. Die y-Komponente kriegen wir, wenn wir das mal das, minus das mal das, ist 0. Und die z-Komponente kriegen wir, wenn wir das mal das, minus das mal das nehmen, ist also auch 0. Und damit sehen wir, die Differentialgleichung, die sich ergibt, ist also R-Punkt 2 gestrichene Koordinaten. Das wäre also x2', y2', z2', jeweils zweite Ableitung nach der Zeit, ist gegeben als, es gibt eine x-Komponente und hier müssen wir noch dieses minus 2 berücksichtigen. Das heben wir dieses minus 2 weg. Es ergibt sich als 2 Omega E V Sinus Theta 0, 0. Das bedeutet, die Bewegungen in der y- und z-Komponente sind einfach zu lesen. Das sind einfach lineare Bewegungen in diesen beiden Komponenten. Je nach Anfangsbedingungen ändert sich hier nichts, aber in x-Richtung tut sich was. Das ist eine konstante Beschleunigung. x2' ist also 2 Omega EV Sinus Theta. Das nenne ich jetzt einfach, die Coriolis Beschleunigung, Betrag davon x-Komponente. Und eine Bewegung mit einer konstanten Beschleunigung ist leicht zu lösen. Da können wir sofort lösen. Da wissen wir, x' von t ist 1/2 dieser Beschleunigung Term mal t² plus x' von 0, das ist die Geschwindigkeit, mal t plus Anfangsort, x' zu Zeitpunkt 0. Wenn wir es so wählen, dass es in diesem Punkt mit Geschwindigkeit 0 startet, wäre das 0 und das auch 0. Und damit sehen wir Folgendes. Es ergibt sich eine Bewegung in x'-Richtung, die so quadratisch mit der Zeit läuft. Das heißt, es gibt sich eine konstante Beschleunigung in x'-Richtung, also nach unten. Das bedeutet, Beschleunigung oder Ablenkung nach Osten, um einen Betrag zu einem Punkt, zum Zeitpunkt t, um einen Betrag gerade 1/2 acx t². Und dieser Beschleunigungsterm ist umso größer, je größer die Geschwindigkeit des Teilchens ist, und die hängt vom Winkel ab und natürlich von der Erdrotation. Wir hatten also soeben gefunden, diese Ablenkung nach Osten,
um den Betrag x' zum 2-Punkt d. Und das können wir uns nun so verstehen, wenn wir das Ganze nochmal von der Seite anschauen. Hier oben ist Omega. Rotation geht um die Richtung. Und jetzt schauen wir uns das von der Seite an. Das heißt, hier wäre die Y-Achse. Hier geht die X-Achse und die Z-Achse geht nach oben. Dann würde das so ausschauen, es gibt eine Beschleunigung, eine Coriolis-Beschleunigung in diese Richtung. Und tatsächlich bewegt sich das Teilchen, wenn es nach oben, nach Norden fliegt, in diese Richtung. Es wird also nach Osten abgelenkt. Das erscheint zuerst etwas überraschend. Intuitiv würde man vielleicht erwarten, dass es nach links abgelenkt wird, weil man erwarten würde, die Erde läuft ja unter dem Teilchen davon. Tatsächlich kann man sich das aber auch folgendermaßen vorstellen, wenn wir das Ganze jetzt von oben betrachten. Wenn wir von oben das anschauen, dann wäre das jetzt der Winkelgeschwindigkeitsvektor von oben gesehen. Also die Erde dreht sich oben. Und dann bedeutet das, ein Teilchen, das hier abgeschossen wird, bewegt sich tatsächlich in diese Richtung, nach Osten. Das hat damit zu tun, es startet ja eigentlich von einem Punkt mit größerer Tangentialgeschwindigkeit. Ein Teilchen hier draußen, das muss sich mit größerer Geschwindigkeit bewegen, Tangentialgeschwindigkeit bewegen, um in der gleichen Zeit den gleichen vollen Winkel zu umlaufen, weil die Winkelgeschwindigkeit ist ja für jeden Punkt auf der Erdoberfläche dieselbe. Jeder Punkt macht in der gleichen Zeit den vollen Winkel. Wenn es nicht so wäre, würde sich ja die Erdoberfläche verzerren. Wenn ein Teilchen aber mit einer größeren Tangentialgeschwindigkeit startet, dann bewegt es sich hin zu diesen Punkten hier. Diese Punkte hier haben aber eine kleinere Tangentialgeschwindigkeit. Und deswegen ist es so, dass dieses Teilchen eben nach rechts läuft, weil es eigentlich relativ zu diesem Punkt mit einer größeren Tangentialgeschwindigkeit daherkommt. Das ergibt diese Ablenkung nach Osten. Wir können einen zweiten Fall berechnen, Fall B, wo wir das Teilchen jetzt nicht nach Norden abschießen, sondern nach Osten. Abschuss nach Osten. Das bedeutet, in diesem Falle ist der Vektor V' folgendermaßen gegeben. Der hat nur eine x'-Komponente, aber keine yz-Komponente. Dann können wir wieder dieselbe Rechnung machen. Wir berechnen zuerst Omega Kreuz V'. Wir müssen also wieder das Kreuzprodukt des Vektors Omegas mit diesem Vektor V'. Alles, was sich ändert, ist der Vektor V'. Und wenn wir das einsetzen, dann kriegen wir jetzt, dass dieses Kreuzprodukt hier folgenden Komponenten hat. Das hat 0 in der x-Komponente, V Omega E Cosinus Theta, minus V Omega E Sinus Theta. Hat also eine Y' und eine Z'-Komponente. Und das bedeutet wiederum eingesetzt für die Bewegungsgleichung X2'Y2'Z2', sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir können allgemeine Terme herausheben. Es gibt minus 2 V Omega E 0 Cosinus Theta minus Sinus Theta. Und das bedeutet nun folgendes. Die Bewegung relativ zur x'-Komponente ist nicht beschleunigt, ist also linear. Aber es gibt eine Beschleunigbewegung sowohl in y'-Richtung als auch in z'-Richtung. Konkret bedeutet das, es gibt eine Beschleunigung in negative Z-Richtung, pardon, Y-Richtung, in negative Y-Richtung. Und weil dieses Minus hier zählt, das Minus setze ich auf. Es gibt also eine Beschleunigung in positive Z-Richtung. Das kann man sich nun so vorstellen, wenn wir uns das Ganze wieder von oben anschauen. Das heißt, das ist wieder unser Winkel Omega. Das Ganze dreht sich so. Dann zu einem bestimmten Zeitpunkt
Hier unten wäre der Äquator, geht die y-Achse nach oben. Dann zum C, das ganze System dreht sich hier rüber. Das wäre die y-Achse zu einem späteren Zeitpunkt. Okay, das ist einfach das Koordinatensystem, das sich mitdreht. Und nun, das Teilchen, haben wir gesagt, zu diesem Zeitpunkt fliegt es mit konstanter Geschwindigkeit in die x-Richtung. Und das bedeutet, dass es bezüglich der y-Richtung in negative Richtung läuft. Die z-Bewegung können wir uns überlegen, wenn wir das Ganze von der Seite anschauen. Und zwar von einer Seite, wo wir von außen gesehen die z-Achse rotieren sehen. Das wäre also irgendwo von außen gesehen, wo die z-Achse nach außen geht, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die z-Achse hier, weil sich das Ganze so dreht. Und wiederum ein Teilchen, das hier mit x-Geschwindigkeit losfliegt, in x-Richtung zu einem späteren Zeitpunkt, ist das beim höheren z-Wert. Es wird also im Prinzip so beschleunigt. Das erklärt diese Beschleunigung in positive z-Richtung. Genauso sehen wir auch, wenn wir die Bewegung nicht nach Norden machen würden, sondern wenn wir die Bewegung nach Süden machen würden, gibt das eine Ablenkung in diese Richtung. Jetzt haben wir gesehen, bei einer Bewegung in diese Richtung gibt es eine Ablenkung in diese Richtung und in diese Richtung. Und jetzt können wir schon überlegen, ein Objekt, das sich irgendwo in diese Richtung hin und her bewegt, das wird sich langsam hindrehen und langsam seine komplette Richtung variieren im Laufe der Zeit. Und das bringt uns dann zu einem Foucault-Pendel.